Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Trucker-Fans, Trucker-Liebhaber und jeder, der und jeden, der Trucker, einmal Truckerfahrer werden will. Ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Reihe und zwar von German Truck Simulator diesmal. Wie ihr seht, German Truck wollte ich ja schon immer mal machen. Aber irgendwie habe ich es immer nicht geschafft und dann hat es nicht geklappt und jetzt hat es irgendwie jetzt hat es funktioniert und deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Wenn ihr natürlich noch mehr Teile haben wollt, kommt darauf auf euch an, wie ihr das haben wollt und deswegen werde ich erstmal sehen, ich werde erstmal ein paar Teile machen und dann werden wir weiter sehen. So, ich habe schon ein bisschen angefangen zu spielen. Wie ihr seht, das ist schon ein bisschen besserer LKW. Ich bin zwar noch nicht selbstständig, aber das soll uns nicht weiter stören. Und zwar fahren wir auch gleich mal los. Ich habe nämlich eine Lieferung nach Frankfurt und Dresden nach Frankfurt gemacht, geplant, also muss ich machen. Aber bevor müssen wir natürlich gucken, da drücken wir einfach N. Und da gucken wir auch mal auf die Karte, wo wir lang fahren müssen. Hier. Einmal auf die A4 rauf, eine ganze Weile auf der A4, dann runter wieder und dann über die Landstraße entlang zu Frankfurt am Main. Jetzt habe ich nicht geguckt, wo ich lang muss. Das ist ein bisschen sehr kompliziert. Ich habe mich schon oft verfahren hier bei German Truck Simulator. Das stimmt. Wenn wir jetzt bei der Aufnahme das nicht passieren, das will ich nicht. So, jetzt. So, jetzt fahren wir los. Ich hoffe, es wird alles gut klappen. Das heißt schon. Alles klar. Gut, jetzt was ist. Also, viele von euch werden wahrscheinlich schon German Truck Simulator kennen von euch, denke ich mal, hoffe ich mal, was auch immer. Es ist ein sehr cooles Spiel, macht einigermaßen Spaß. Manchmal bremst es ein bisschen komisch, braucht ein bisschen Zeit zu bremsen, aber ansonsten ist es ein sehr cooles Spiel, finde ich. Macht sehr viel Spaß. Deswegen zeige ich euch hier. Schöne Eisenrohre habe ich heute hier hinten drauf. Wenn man nämlich ein paar Millimeter über Rot fährt, ist man sofort Strafe, 250 Euro und so Kram. Und das wollte ich eben nicht und deswegen. Ja, jedenfalls, es ist schon ein kleiner Unterschied zu merken, bei wie man, wenn welchen schon Euro Truck Simulator von euch kennt, es ist schon ein kleiner Unterschied zu merken. So, vor allem nicht die Grafik, aber die Landschaft. Also jetzt auch die Texturen, Details, alles ein bisschen besser geworden jetzt. Jetzt im März kommt ja auch, 2012 kommt ja auch Euro Truck Simulator 2 raus, worum ich auch ein Let's Gameplay zeigen will. Euch. Ich hoffe, ihr werdet ein paar zusehen, aber jetzt ist noch ein bisschen Zeit, deswegen zeige ich euch erstmal German Truck Simulator. Wie bereits gesagt, ich weiß noch nicht, wie viel Teile ich machen werde und wie viel ich überhaupt machen werde. Das kommt ja auf euch an. Erstmal werde ich 2, 3 machen und dann werde ich sehen. Ob es gut ankommt, dann mache ich weiter. Wenn nicht, dann nicht. Deswegen. Ihr merkt schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, mit der Tastatur rum. Dass ich mit der Tastatur rumklappere. Das ruckelt dann bitte. Dass ich mit der Tastatur ein bisschen klappere, wie auch immer. Es tut mir leid, aber ich habe noch nicht mit Lenkrad gespielt. Daran arbeite ich. Also, ich habe schon angefangen mit Lenkrad, aber. Naja, man braucht eben seine Zeit. Naja. Also irgendwann werde ich auch anfangen, dann hoffe ich. Halt natürlich dieses Geklappere nicht mehr hören. Ihr merkt, es ist 21:15, wird langsam dunkel. Wir haben noch bis 4:52 Zeit, also noch genügend Zeit hier, die Ladung abzuliefern. Ich war extra ein bisschen schneller jetzt, auch wenn ich jetzt in die Gefahr gehe, dass ich jetzt haufenweise Strafzettel bekomme, weil ich so schnell fahre, aber eben die ganze Zeit ewig langsam fahren. Das ist auch nichts, das wäre irgendwann langweilig, deswegen fahre ich jetzt ein bisschen schneller. Das Geruckel tut mir immer noch leid, das liegt einfach an Aufnahme, daran arbeite ich auch noch. Warum wir den mal hier? Sonst ist das sehr schöne Strecke, nicht? Also auch das Spiel wunderbar. Hier sieht man, immer sehr schön gemacht. Die Autobahnen sind sehr lebendig aus. Okay, die Autos haben komisch, die fahren, die, wie ihr gerade schon seht, glaube ich, wenn ihr genau hinseht, die KI-Autos, die rumfahren, da bewegen sich die Reifen nicht so. Die sind manchmal ein bisschen unrealistisch sehen sie aus, aber gut, daran kann man wegsehen. Ansonsten finde ich das eine sehr gute Simulation. Sehr gut gemacht. Auch die Sounds. Die Sounds sind sehr schön gemacht. Also,
dann immer wieder, ja, jetzt kommt's. Das habe ich gesagt. Genau das habe ich gemeint, dass ich schnell bin, aber ich wollte schnell wie möglich nach Frankfurt. Und dann werden wir weitersehen. Ich mache erstmal nur die eine Strecke. Danach werde ich euch den nächsten Teil geben, zeigen, wann die nächsten neuen Videos kommen. Weiß ich noch nicht, also auf jeden Fall im neuen Jahr. Ich habe auch schon auch im Jahr 2012 werde ich viel geplant haben und Videos. Was ich jetzt noch nicht sagen werde, das sage ich wahrscheinlich nicht morgen. Weil morgen habe ich ein kleines Silvester-Special-Video für euch. Hat auch was mit Simulation zu tun. Aber seht selbst, morgen werde ich es hochladen. So morgen, naja, Nachmittag, Vormittag, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Und so ungefähr abends auf jeden Fall ist das Video schon da. Also könnt ihr schon mal drauf vorbereiten. Also morgen Silvester-Spezial-Video von mir. Eine Simulation. Passend zu Silvester, die Simulation, was ich morgen mache. Es passt auch wirklich zu Silvester, aber ihr werdet morgen das sehen. Heute noch nicht, heute sage ich noch nicht, heute ist Silvester. Weil, German Truck Simulator. Ja, meine Fahrweise, merkt schon, ist wieder ein bisschen chaotisch heute. Aber, es wird jetzt wieder besser, ich bemühe mich ja auch. Ja, also die Landschaft, wie bereits gesagt, wunderbar, das ist ganz normal. Und hier, sehr schön. Ich weiß nicht, wo wir jetzt lang müssen. Wenn man nämlich auf diese Karte, hier kann man nämlich E-Mails checken auch. Und hier sieht man die ganzen E-Mails, die schon beim SOS rufen, weil man irgendwie einen Unfall hatte oder nicht mehr fahren kann. Kann man alles hier auf der Taste N sehen. Ja, wir müssen geradeaus über Erfurt fahren weiter. Alles klar. Das ist schon sehr detailliert. Also später denn im Laufe des Spiels kann man dann später also selbstständig werden. Man kann eigene Werkstätten aufmachen hier. Man kann eigene Fahrer, ein eigenes Unternehmen sozusagen betreiben, leiten, und dann verliert man natürlich einen Haufen Kunden, kann immer mehr LKWs, bessere LKWs tunen, aufrüsten, was auch immer machen, also das ist schon sehr gut hier. Und jetzt ist hier Stau. Das ist knapp. Immer über dieses Autobahnkreuz fahren die extrem langsam. Hallo, hier bin ich wieder zurück. Ich hatte gerade einen kleinen Absturz im Spiel. Aber das tut mir leider leid. Gerade irgendwo habe ich noch gefahren, plötzlich mit schwarzem Bildschirm einfach verschwunden. Einfach weg. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Dafür würde ich mich entschuldigen. Aber nun geht's weiter. Ich habe Gott sei Dank hat das Spiel vorher noch gespeichert an der Stelle. Deswegen müssen wir nicht von vorne anfangen, sondern wir sind genau an der Stelle, wo wir gerade waren. Können wir jetzt weiterfahren. Jetzt habe ich wieder einen Strafzettel bekommen. Wie immer, ist ja nichts Neues. Das war hier ein bisschen chaotisch hier, weil ich ein bisschen doll ruckeln. Jetzt hat er sich, glaube ich, wieder gekippt, fast. Ein bisschen. Das Ruckel macht einen ganz schön Wahnsinn. Dafür will ich mich auch entschuldigen. Hätte das nicht wieder hingekriegt. Manchmal liegt es nur mal in der Kurzaufnahme, dass es so ruckelt. Kann ich auch leider nichts ändern. Das Ruckel macht einen völlig Wahnsinn. Oh, der Post. Also um die Post zu lesen, wie bereits gesagt, gehen wir einfach mal auf, wir haben noch ein bisschen zu fahren, auf E-Mail. Dann gehen wir hier und dann können wir mal lesen. Hallo Basti, du hast dich über letzte Unterhaltung ein wenig Gedanken gemacht. Ich meinte darüber, selbstständig zu werden. Ich bin echt davon überzeugt, dass du es tun solltest. Du hast nichts zu verlieren, du kannst dabei nur gewinnen. Alles, was du tun musst, ist dir ein LKW zu kaufen. Mehr nicht. Hör mal, ich helfe dir zu beginnen. Ich kenne ein paar Leute, die deine eigenen Vierräder fast umsonst geben könnten. Es wäre kein besonderer LKW mit Sicherheit einige Male überholt, aber es würde für den Anfang reichen. Ich habe schon mal
mit einem Kollegen gesprochen. Du wirst ein oder zwei Nachrichten in den nächsten Tagen erhalten. Sobald du einen eigenen LKW hast und auf deinen eigenen Beinen stehst, werde ich dir einige meiner Kunden übergeben. Keine Sorge. Ich hätte sie sowieso gehen lassen müssen. Wir haben im Moment einfach zu viel zu tun. Also würde ich es bevorzugen, wenn du die übernehmen könntest. Auf diese Weise ist es für meinen Beruf besser. Los, verschwende keine Zeit und kauf dir einen LKW. Ich geb dir später noch mehr Informationen. Es gibt mir eine Menge zu tun. Bis bald, Hans. Na, da heißt eben Hans, dieser Freund hier, mit dem ich gerade schreibe. Deswegen, also, fahren wir mit mal weiter. Also, jetzt kann ich eben selbstständig werden, wie bereits gesagt, in den Anfangssachen. Oh, ich habe gar nicht bemerkt, dass mein Tank bald alle ist. Ich weiß gar nicht, kommt jetzt, da muss er gleich. Vielleicht muss er hier in eine Tankstelle kommen, glaube ich. Also, ich fahre lieber von draußen. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich falsch gemacht habe. Auf Karte klicken. So. Ah, gleich kommt eine Tankstelle. Nee, ist gut. Und schon. Ich werde gleich zeigen, wie man hier tankt. Wollte ich eigentlich erst im nächsten Menü, aber wenn es heute schon sein muss, dann mache ich es heute gleich. Schon wieder Post bekommen. Jetzt kommen diese mehreren Informationen. Da werde ich mich mal gucken. Günstiger MRN der Welt. Hans hat mir erzählt, dass du ein LKW suchst. Ich habe ein super Angebot nur für Sie anstatt. Ziehen Sie jetzt nicht Ihren Freund. Ich könnte Schwierigkeiten haben, wenn Sie es günstig verkaufen. 10.550 Euro. Ja, jetzt kommen diese ganzen, aber ich warte lieber noch auf den nächsten LKW. Da kommen ja noch ein paar Angebote, deswegen warten wir lieber noch, bevor ich den MRN kaufe. Vielleicht kommt ja noch was Besseres. Ob sie das eigentlich nicht, das ist nicht erwarten. Dieses Geruckel macht einen ganz verrückt. Jetzt mache ich mal Folgendes, und zwar werde ich diese Aufnahme hier kurz unterbrechen. Ich werde natürlich das Video nicht von vorne anfangen, aber ich muss was am Ruckeln arbeiten, deswegen gehen wir mal kurz auf Speichern. Und speichern das mal kurz hier. Ja. Gut, und dann sehen wir uns also gleich wieder, nachdem ich die Aufnahme wieder so hingekriegt habe, dass es nicht mehr ruckelt. Also bis gleich. So, wir kommen zurück. Nach dieser kleinen Aufnahmepause hoffe ich jetzt, dass wir jetzt ohne Probleme weiterfahren können. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, beim Tanken. Weil er gesagt hat, ja, der Tank ist bald alle, also müssen wir langsam uns anhalten und tanken. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt alle hören. Aber ich habe immer so ein Gefühl, dass ich so langsam bin. Ah, jetzt läuft es viel besser. Ich habe ein bisschen nicht angearbeitet hier dran. Ganz kurz, und jetzt läuft es ein bisschen besser, und dafür will ich mich entschuldigen, dass es gerade so ein bisschen doll geruckelt hat. Jetzt aber zurück zum Spiel, zum Truck-Simulator wollen wir stimulieren. Wir machen tanken, und jetzt zeige ich euch das. Also, ihr fährt dann diese Markierung, halten die Markierung an, machen den Motor aus. Wir müssen immer den Motor ausmachen, wenn wir tanken wollen, deswegen drücken wir auf Enter, und dann tankt er erstmal. Schön tanke, tanke, tanke machen, tanke, tanke, tanke. Dieselpreis 1,54 €. Also 1,54 €, so. Und wir tanken weiter und tanken und tanken. Gott sei Dank muss ich das noch nicht bezahlen, wenn man nämlich in dieser Firma, wenn man für diese Firma arbeitet, wird der Benzinpreis, also muss man nicht den Tank bezahlen, das macht dann die Firma. Wenn man natürlich gleich, wenn ich gleich selbstständig bin und mir einen LKW kaufe, dann muss ich natürlich die ganzen Kosten für mich allein machen. Aber ich hoffe, dann habe ich genug Geld. Ihr seht ja gerade hier oben, ich habe keine Maus hier, 5.556 Euro, ganz oben rechts, das ist die Anzeige. Und dann haben sie schon die nächste Mail, also die gehen wir wieder auf E-Mail.
Zwift, aha. Mal sehen, 11.200 Euro. Sieht auch nett aus, aber wir warten natürlich weiter. Weil er mich gesagt hat, wir kriegen 4 Angebote, so viel ich weiß. Also deswegen warten wir noch ein bisschen. Wir haben es auch bald geschafft. Wir sind auch nicht mehr weit bis Dresden. Deswegen hier dieses komische Zeichen. Ich sehe da gerade diese komische Markierung, was da mit dem komischen ZZZ, das ist die Schlaf. Da ist die Position für Pause machen, weil irgendwann wird doch ein Fahrer mal müde, ein Truckfahrer. Und deswegen müssen wir auch irgendwann mal schlafen. So, mal nun zurück. Jetzt gehen wir auf die Autobahn und fahren weiter Richtung Dresden. Ne, Frankfurt. Wir sind von Dresden losgefahren. Ich habe so, Entschuldigung, bin ich gerade ein bisschen vertan. Da durch diese ganzen vielen Aufnahmen, Pausen gerade. Ich ganz früh erst den Absturz, denn das und das und das. Und jetzt hoffe ich, dass wir endlich mal ohne Pause jetzt durchfahren können bis nach Dresden. Naja. Weiter hier auf der A4. Gleich gehen wir rüber auf die Landstraße. Die ist ein bisschen enger. Da müssen wir, glaube ich, mit Stau rechnen. Denke ich mal. Aber ich fahre schon ein bisschen schneller, wie bereits gesagt. Ich werde wahrscheinlich oft hier heute wieder ein paar Strafzettel sehen. Weil ich ein bisschen schnell unterwegs bin. Es ist nämlich ein LKW der Klasse C. Also einer der besten hier im Spiel. Die sind ganz schön schnell. Ist, glaube ich, nicht so weit gefahren. Ich guck mal lieber. Yep. Ich weiß, man darf das hier nicht, aber... gar nicht so einfach jetzt hier. Ich glaube, ich muss jetzt mal den SS rufen. Das war jetzt nicht geplant. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich das alles jetzt geplant habe. Aber wir müssen leider für 1.103 den Dingsbums holen. So, jetzt können wir auch die Warnblinkanlage wieder ausschalten. Wir müssen jetzt nämlich, das habe ich nicht vergessen, also durch das ganze Gequatsche, vergisst man natürlich wieder, wo man lang muss. So, jetzt sind wir auf der Landstraße also, wie ihr seht, gerade Überholverbot. Na gut, würde ich mit einem dicken, fetten LKW würde wohl kaum überholen. Also für diese kleine Panne würde ich mich wieder abermals entschuldigen. Das war überhaupt gerade nicht geplant. Aber so könnte man auch mal den Pannendienst austesten, wie das so ist, wie das so funktioniert. Und in den nächsten Videos werde ich wieder ein bisschen ruhiger fahren. Ohne Pannen, ohne Aufnahmeunterbrechung, Tank leer. Na gut, Tank leer passiert nun mal, aber zum Beispiel, dass ich falsch gefahren bin oder so, das wird jetzt wieder besser. Naja. Aber wir haben eh nicht mehr weit bis Frankfurt am Main. Und ich habe zunächst die Mail von meinen Leuten bekommen. Klasse C, das meine ich. Oder war es Klasse A, das die beste Klasse hier im Spiel war? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Na egal, ich glaube nämlich, dass, Klasse A, also haben wir doch Klasse C. Klasse C, da habe ich mich gerade vergetan. 10.800 Euro. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen, warten wir noch ein bisschen. Aber ihr habt gerade gesehen, da habe ich mich wieder vertan. Ich habe mich gerade vertan ein wenig, und zwar Klasse A. Das ist die beste Reihe. Es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen gekloppt, oder weiß auch nicht, was heute unten los ist. Schon wieder Warnung, Verstoßwarnung mit überhöhter Geschwindigkeit. Und jetzt kommt der Stau. Überholen können wir auch schon schlecht, weil hier dauert Autos durch die LKWs kommen und Autos. Nee, in der Kurve ungern. Also in der Kurve weiß man ja in der Realität, man soll ja ungern in einer Kurve in einer Kurve überholen, deswegen machen wir das mal mit. Warten jetzt hier die Kurve ab und fahren wir ganz langsam. Oder soll ich schnell riskieren? Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen Zeit zu sparen. Ah, ich habe die nächste Mail bekommen. Ah, das war... Ja, okay.
ja, das weiß ich selber, das muss ich ja nicht auch Spaß machen. Ja. Dachten gerade, man, ich das jetzt immer machen werde, ja, rufen mal die Pandienst an, ja sicher. Nein, nein, das war jetzt nur einmalig. Eigentlich war ich im Spiel selten Pandienst rufen, aber da ich gerade zu weit gefahren bin und irgendwie nicht mehr auskam, musste ich das leider machen. Aber na gut. Also jetzt habt ihr ja gerade gesehen, wie ich gesagt habe am Anfang. Wie ich gesagt habe am Anfang, was wollte ich jetzt sagen? Wie am Anfang ich gesagt habe, dass eben, dass die Firma, in der man arbeitet gerade, wenn man für eine Firma arbeitet, dass man eben über Reparaturkosten alles und Pantins alles so bezahlt die Firma, aber eben nicht so oft, wie man gerade gelesen hat. Aber wenn man jetzt selbstständig ist, dann muss man natürlich alles selber bezahlen. Klingt irgendwie logisch. So, jetzt kriegen wir schon wieder von, dass wir so langsam fahren müssen hier, die Autos, ist auch schlimm. Autos weg kommen wir ja auch nicht irgendwie. Wie weit fahren wir überhaupt noch? Vielleicht ist das immer wieder auf Karte umzuschauen. Ja, ein bisschen müssen wir noch. Ich hoffe nicht, dass meine Zuschauer, die dieses Video gerade sehen oder auch nicht, dass es für euch nicht so langweilig wird, die ganze Zeit hier auf die Frage rumzufahren oder auch nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Dieser blöden Land. Ich hasse selber Landstraßen auf dieser Strecke. Das ist schlimm sowas. Deswegen will ich jetzt ganz schnell rüberfahren. Gerade die beste Gelegenheit zu überholen. Und wir haben es geschafft. Wir müssen schon wieder fahren. Also ich hoffe, ich rede immer noch laut genug. Wenn nicht, müsst ihr es mir in die Kommentare schreiben. Ob ich zu leise bin, zu laut. Schreibt es rein. Dann wissen wir auch Bescheid. Also weiß ich Bescheid. Hier. So, na. Nee, da kommt gerade ein. Nur mal von draußen sehen, schön, ja, mit unserer schönen fetten Eisenstange. Ich hoffe, es ist nichts beschädigt worden. Wir müssen gleich da sein, wir sind hier mal noch auf der Waldstraße. Überholen wir mal ganz schnell wieder. Wir nehmen gleich den mit hier, dann ist hinter uns schnell. Ganz schnell hinter uns, schnell, 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 schnell. Da, wir haben es geschafft. Müssen wir hier, glaube ich, abbiegen? Yep, müssen abbiegen. Gut, da steht auch ein Schild dran, aber naja, man muss ja immer. Ich gucke immer gerne auf die Karte. Vor allem, das stört mich leider hier, warum es auch hier nicht markiert ist. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber man kann sich das Spiel nun mal an. Man kann sich nicht alles. Man kann sich nicht alles wünschen. Jetzt tuckern wir mal hier weiter mit unserem fetten Truck. Der Klasse A. Das ruckelt immer noch ein wenig. Mir leid. Ich hoffe, in den nächsten Videos, die ich machen werde, also von German Truck Cinema heute war es wieder besser. Will ich jetzt überholen? Jetzt aber los. Ah, die schaffen wir auch noch. Das kommt gegen auch nicht, Gott sei Dank. Und auch geschafft. Gut, jetzt kommt eine schöne fette Kurve. Da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen und vorsichtig fahren. Sonst schaffen wir diese Kurve nicht. Und auch weil hier Gegenverkehr kommt, glaube ich. So, einmal hier rum. Ganz vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Will der Spieler einen schlechten Unfall bauen hier. Ah, der rutscht ganz schön. Wenn man nicht so schnell um eine Kurve fährt, dann hat man den Wagen, hat man den LKW oder Truck nicht mehr richtig unter Kontrolle, wie man gerade hier gesehen hat. Deswegen war es ein bisschen chaotisch jetzt, aber ganz schnell hier rüber. Und doch, das haben wir geschafft, gerade so. Ja, ja, nachts kann man ja sowas denn machen. Da ist nicht viel Verkehr auf der Straße. Jetzt, wenn jetzt Berufsverkehr ist oder so, dann kann man sowas natürlich nicht machen. Guck ich mal kurz, wie weit wir noch sind. Wir müssen mehr hier. Na, ist nicht mehr weit. Wir müssen auch nicht mehr über Kreuzung oder so, wir müssen einfach nur die Straße folgen. Und dann kommen wir zurück jetzt wieder. Dann sind wir auch gleich da.
Runde mal kurz. So, jetzt sind wir auch gleich da. Noch ein Stückchen. Dann geht's aber los. Oh, guck mal, da ist unser Kollege. Gott, könnte glatt unser Kollege sein. Da bin ich genau dieselben Eisenrohr wie wir. Nur, dass er wahrscheinlich einen anderen LKW hat. Ja, wahrscheinlich hat er einen schlechteren wie wir. Ist was Besseres. Was ich noch nicht euch gezeigt habe, ist zwar, und zwar hat dieser Bus, ich weiß nicht, Bus, jetzt bin ich schon bei OMSI schon wieder, tut mir leid. Und zwar hat dieser Truck, oder LKW hier einen sogenannten Tempomat. Und wenn man jetzt nur zum Beispiel eine bestimmte Geschwindigkeit fährt und dann auf C drückt und der nichts mehr macht, dann muss man nur noch lenken, dann hält er diese sozusagen diese Geschwindigkeit. Das hält natürlich nicht immer, wenn man jetzt bergab geht wie hier, dann wird er irgendwann wieder schneller werden, aber wenn man jetzt auf Autobahn ist oder so, man will ungern die Geschwindigkeit, also jetzt den Strafzettel haben wegen erhöhter Geschwindigkeit, finde ich das ganz in Ordnung. Oh. Macht auf wie von Gott. Macht aus wie von Gott weiter. Oh. Wir müssen uns langsam anhalten. Gott sei Dank sind wir gleich da. Ah, jetzt kommt ja diese Musik. Diese Musik kommt nur, wenn man kurz davor ist, wenn es langsam knapp wird. Deswegen müssen wir uns langsam beeilen. Aber Gott sei Dank sind wir schon in Frankfurt und da sieht man schon diesen roten Kreis da. Und da müssen wir hin. Ah, das kommt davon. Ich glaube, ich bin noch zu spät losgefahren. So, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir draußen. Da jetzt kommt das, kommt der interessanteste Teil eigentlich. Und zwar müssen wir jetzt hier die komischen Anhänger da und diese komische Markierung kriegen. Machen wir das am besten genau. Wir fahren hier von draußen. Von innen wollte ich es ungefähr machen. Weil es ein bisschen kompliziert ist. Deswegen das Ganze vorsichtig rein. Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Also denkt nicht, ah, oh, ist ja ganz schwer, man, ich kaufe mir doch ein Spiel. Nein, nein. Es ist nicht so schwer. Es ist eigentlich ganz in Ordnung. Also dieses. So, nicht so schwer. Muss ja nicht den Anhänger jetzt hier perfekt einkriegen. Wäre ja auch ein bisschen doof. Dann würden wir hier wahrscheinlich Tage verbringen, hier irgendwie um den Anhänger perfekt anzukriegen. Ja, perfekt wieder. Also nicht perfekt, aber eben perfekt in die Markierung. Also gut, jetzt sind wir da. Jetzt einmal T drücken und dann haben wir es geschafft. Wirklich. 1000 Euro und keine Geschichte gebracht, obwohl wir da hinten irgendwie falsch gefahren sind. Aber dreimal überhöhte Geschwindigkeit. Na gut, darüber kann man ihn wegsehen. Ihr Anteil 17,6%. Das ist von der Firma noch. Und ich bin gerade Stufe 4 Anfänger und habe noch 2480 Punkte bis zur nächsten Stufe. Ja. Dann würde ich mir sagen, jetzt machen wir erstmal Schluss hier. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Da bin ich wahrscheinlich schon so weit, dass wir denn. Also, da bin ich schon selbstständig und fahre dann, und dann habe ich auch irgendwann voll 7000 Euro zum Beispiel und nicht mehr 1000 wie bei Anteil hier, weil er selbstständig ist. Ja, und deswegen, ja, ihr werdet es aber auf jeden Fall alle sehen nächstes Mal. Und vergiss nicht morgen das große Silvester-Video-Special von mir, eine kleine Simulation. Werdet ihr natürlich kennen, weil ich auch schon davon Videos gemacht habe. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, guten Abend und wie auch immer. Ich weiß, dass ich ihn oft, sehr oft sage, wie auch immer, aber ist ja egal. Also, dann sage ich tschüss, euer Player 1933.000. Tschüss.